Hey Freunde, ich bin gerade im Schnitt von dem Video, was ihr gleich seht. Ich wollte bloß noch mal am Anfang sagen, der Kameramann zittert ein bisschen, es war wirklich arschkalt. Video hat auch ein komisches Ende so ein bisschen, aber ich hoffe einfach, ihr habt Spaß dabei. Es hilft euch, es ist sehr informativ, sehr nützlich mal zu sehen, wie es auch laufen kann. Und dann freue ich mich. Und wenn ihr einfach mehr von so einem Video sehen wollt, es geht auch bei meinem Auto weiter, also was beim 335 umbauen, da wartet nur auf ein paar Teile, das verzögert sich leider alles. Und dann geht's auch mit meinem Auto weiter und ich freue mich sehr darauf. Also, wir sehen uns. Viel Spaß beim Video. Bis später. Ja, Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in meinen Kanal. Ich bin ein bisschen dick angezogen. Wir haben gerade 0 Grad. Dennoch wollte ich euch dieses Auto nicht vorenthalten. Jedoch nicht zum Vorteil, sondern eher am Nachteil, wie ihr leider im Titel ja lesen konntet. Denn mein Kumpel, der jetzt hinter der Kamera ist, der war bei einem Tuner gewesen, nennen wir es mal so, die auch Fahrzeuge folieren bzw. es anbieten. Jedoch anscheinend nicht selbst machen, sondern ihre Aufträge abgeben. Und ich will euch jetzt einfach mal zeigen, erstens, wie schlecht leider dieses Auto foliert wurde und worauf ihr achten solltet, wenn ihr selbst euer Auto zum irgendeinen Menschen, der Folieren anbietet, hinbringen wollt. Denn anscheinend gibt es ziemlich viele schwarze Schafe in diesem Business und das ist leider Gottes das beste Beispiel. Denn das ist ein 2017er A7, glaube ich, ne? Und 30.000 Kilometer, das Ding ist quasi wie neu, sieht auch von innen mega geil aus. Wir können sie mal kurz reinfüllen, um mal kurz das Leder darstellen zu lassen und wie das aussieht. Also für mich ein unglaublich krasser Innenraum. Und leider Gottes, dank der schlecht verklebten Folie, versaut. Und ich zeige euch einfach mal, wenn ihr zu jemandem hingeht, der Folien anbietet, aber selbst keine folierten Autos hat oder ihr merkt, okay, Moment mal, hier sind gar keine Folien in dem Vertrieb, wo sollen die hier folieren? Fragt nach, ob sie es selbst machen oder bei jemandem folieren lassen. Wenn die es bei jemandem folieren lassen, klärt erstmal im Vorfeld nach, wo der Folierer ist und wie die arbeiten. Denn es gibt schwarze Schafe, hier ist das beste Beispiel. Ich will auch nicht den Namen nennen, weil ich sein Geschäft nicht kaputt machen will, der das foliert hat. Weil wir haben nochmal einen Reparaturtermin, Anführungszeichen, beziehungsweise mein Kumpel, er kann nochmal hinfahren. Wir gucken uns gemeinsam mit dem Folierer das Auto an. Ich weiß nicht, was er da instand setzen soll, weil im Grunde ist das ganze Auto versaut. Wir fangen mal an vorne an der Stoßstange, weil wir gerade da sind. Detailaufnahme sehr markant unter dem Scheinwerfer sichtbar. Ihr seht, dass der weiße Lack zu schön ist, weil einfach die Folie nicht weit genug reingelegt wurde. Genauso Nasen, Kanten hier. Es geht weiter runter, die ganze Stoßstange. Auch wenn man sich die Folie anguckt, die hat alles so leichte schon Kratzer drauf von dem Rakel. Wenn man nicht neue Rakel benutzt, sondern ältere, dann ist der Filz irgendwann mal so zerkratzt und beschädigt, dass man Kratzer an die Folie zieht. Das ist ja alles passiert. Ihr seht auch hier bei dem PDC-Sensor, dass die Folie hochkommt, weil an dem kompletten Auto ist der letzte Arbeitsschritt ausgelassen worden. Und zwar geht es darum, alle Folien und alle Kanten werden ungefähr auf 90 Grad hochgetemperiert. Also ein Heißluftföhn, 90 Grad, alle Kanten hochtemperieren, weil dann geht der Effekt weg. Eine Folie hat einen Effekt, sich wieder zusammenziehen zu wollen, sobald sie warm ist. Und diesen Effekt muss man wegmachen, damit nachher auch im Sommer, wenn die Sonne raufstrahlt, natürlich nicht anfängt, eure Folie sich zusammenzuziehen und genau diese ganzen Kanten zum Vorschein kommen. Nichtsdestotrotz hat der Folierer auch gefragt, wie oft er denn das Auto gewaschen hat, bis nämlich zum Beispiel auch sowas hier schon passiert ist. Also ich kann hier komplett vom Schweller die Folie hochziehen. Das Auto wurde nicht einmal gewaschen. Das Auto hat er abgeholt. 2 Tage später war das schon so. Und das ist darauf zurückzuführen, weil das Auto nicht oder die Folie nicht temperiert wurde, also nicht hochgeheizt wurde. Das zieht sich wirklich über das ganze Auto. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, also den Spiegel, wenn wir den anklappen, sieht man es auch sehr stark. Aber wir können jetzt hier schon mal nah rangehen, weil hier sieht man überall, ich kann hier überall die Folienkanten hochholen. Den Spiegel müssen wir euch nochmal im Detail zeigen. Also ihr seht, hier ist ein Stück Folie über eigentlich das Blinkerreflektorglas rübergeklebt. Ihr seht, glaube ich, sehr gut, so, dass da eine Kante ist, denn diese riffelte Linie hat ein Inlay bekommen, also wurde extra foliert. Und jetzt versuche ich euch das hier mal zu zeigen. Und jetzt habt ihr ein Suchspiel für euch. Zählt mal, wie viele Schichten Folie an dieser Stelle für diese Kante übereinander geklebt wurden. Schreibt es mal in die Kommentare. Nach einer circa eine Woche werde ich mal die Antwort reinschreiben. Wenn man das sieht, ich hoffe es. Das geht auch an der Shadowline los. Überall ist die blasig. Man sieht auch das Chrom von der Shadowline los und hier und Kanten. Und der Super-GAU an der ganzen Sache ist, warum Folieren so gefährlich für euer Auto werden kann, ist nicht nur, dass die Folie scheiße beklebt ist, dann sagt ihr, ey, zieh doch die Folie einfach wieder runter und foliert es woanders. Man hat zwar jetzt Lehrgeld bezahlt, aber es ist ja nicht ganz so schlimm, weil es ist ja also rückbaubar, Anführungszeichen, nicht wie lackieren. Ja, jedoch, wenn beim Folieren von der Dachantenne in den Dichtungsgummi auf der anderen Seite sehr stark sichtbar in den Dichtungsgummi hier reingeschnitten wurde,
Und das ist praktisch die Dachantenne, die ich nochmal im Detail zeige. Da seht ihr auch unglaublich viele Inlays drauf. Und hier könnt ihr richtig gut erkennen, wie schön in den Türgummi geschnitten wurde. Dann sind das Beschädigungen. Man sieht es hier nicht so ganz so gut, aber ich könnte mir glauben, wurde reingeschnitten. Dann sind das so Sachen, die das Auto beschädigt haben. Das heißt, ihr müsst einen neuen Dichtungsgummi kaufen. Wir können auch einmal rumgehen ums Auto, um es auch mal von hinten zu sehen. Genau, kannst du mal ein paar Detailaufnahmen machen. Hier auch sehr gut zu sehen, wenn man rein, genau, da seht ihr das, einmal um den Tankdeckel rum. Ich kann ihn auch aufmachen, dann sieht man es so ein bisschen besser. Ihr seht, das ist gar nicht richtig um den Tankdeckel reingelegt und rumgelegt. Ihr habt überall weiße Kanten, genauso hier. Das ist zu wenig reingelegt. Ja? Man hätte ruhig ein bisschen weiter die Folie hier überall reinlegen können. Gerade wenn man eine dunkle Farbe hat und man hat eine weiße Grundfarbe und eine dunkle Folie. Das ist noch schlimmer bei roten Autos, aber auch weiß ist da sehr, sehr anfällig. Wir gehen weiter rum. Ist genau das gleiche. Wir haben natürlich hier bei diesem A7 einen ausstellbaren Spoiler. Und natürlich verrät auch hier ziemlich viel Lack. Ich sag mal so, hier hätte man überall weiter reinlegen können, das ist gar kein Thema. Dass der Spoiler jetzt von unten nicht foliert wurde, das ist einfach aufpresswichtig. Da muss man mal quatschen, das kann man natürlich auch machen lassen, um das weiter reinlegen zu lassen. Aber grundsätzlich muss dafür der Spoiler abgebaut werden. Ist jetzt nicht so ein Hexenwerk, das zu machen, aber ist natürlich aufpresswichtig, aber ist nicht so wild. Aber dass man halt hier überall nur so knapp reinlegt und hier nicht ein bisschen weiter runter reinlegt, verstehe ich nicht, weil man kann hier super gut reinrakeln. Man hat sogar hier durch diese Plastikabdeckung, durch diese Gummilippe hier, eine perfekte Möglichkeit, die Folie drunter zu legen, dass die auch nicht mehr hochkommt. Alles so ein bisschen der Super-GAU. Genauso auch hier diese Shadowline. Hier geht es auch wieder los. Man sieht von hinten Chrom, man sieht von hier Chrom. Hier wurde auch, hier haben wir mal die Folie hochgeholt. Hier wurde leider auch in die Chromleiste reingeschnitten. Das bedeutet, die Chromleiste ist zerkratzt durch einen Messerschnitt. Und die komplette Chromleiste ist praktisch dieser komplette Bügel, der geht bis hier. Hier ist wieder getrennt, weil hier quasi dann die Tür aufgeht. Ne, hier geht die sogar auch noch weiter. Das heißt, er hat sogar die Chromline geteilt, weil er es nicht geschafft hat, die in einem Stück zu folieren. Er hat praktisch, um das zu folieren, hat er ein Quadrat gehabt, hat dieses Quadrat vermutlich hier raufgesetzt, so wie es gepasst hat. Hat es dann hier abgekantet, hier, hat hier einen Zwischenschnitt gemacht, hat hier irgendeinen Zwischenschnitt gemacht oder eine Überlappung. Ich hoffe, man kann das sehen. Ein Bruch, also mit dem Auge sieht man es auf jeden Fall. Also eigentlich foliert man die Shadowline komplett in einem Stück. So machen es Profis. Hier leider nicht der Fall. Auch ziemlich geil. Ihr seht hier, also ich kann es jetzt einfach mal abziehen, weil wir sind eh da. Ich ziehe es einfach mal ab. Seht ihr es? Also er hat nicht mal mit diesem Folienstück von der Shadowline rumfoliert, sondern er hat hier einfach so eine Art Post-it draufgeklebt, was absolut schlecht ist, weil das kann jeder. Und ihr habt dann... Ja, tatsächlich, auch hier hat er es gemacht, der hat es mir gerade gezeigt. Ich ziehe es mal leicht vorsichtig runter, weil sie halt nicht angeheizt wurde, kann ich so runterziehen. Normalerweise könnt ihr so eine Folie nicht so einfach runterziehen, das funktioniert nicht. Ihr seht auch hier, hier hat er oberflächlich foliert und für dieses Ding hat er einfach wieder ein Post-it gemacht und nicht einfach rumgezogen, wie man es normalerweise macht. Also ihr seht, das Ding ist unglaublich schlecht foliert. Leider Gottes, mein Kumpel heult auch geführt hat. Nächstes Ding ist auch das Audi-Emblem. Man kann ja auch mal von der Seite auf das Audi-Emblem gucken. Ihr seht nämlich normalerweise, also du wolltest wahrscheinlich ein schwarzes Audi-Emblem-Zeichen haben und er hat das nicht foliert, sondern die haben einfach ein schwarzes bestellt, so wie es aussieht. Und das ist nicht das Originale für ein A7, sondern einfach so ein eBay-Universales. Und dadurch ist es nicht gebogen und es löst sich überall. Ihr seht da auch schön, hier sieht man schön, wie der Luft gezogen ist, also ich kann hier einfach so runtergehen. Und das sind alles so eine Sachen, die unglaublich scheiße sind. Und das sollte einfach mal nur euch erinnern, wenn ihr euer Auto folieren lassen wollt, weil das natürlich gerade extrem Mode ist, was ja auch logisch ist. Achtet bitte einfach darauf, wo ihr euer Auto folieren lässt, denn man muss auch dazu sagen, es war arsch viel Geld, aber nicht so viel. Man kann für Folieren auch noch mehr Geld bezahlen, aber trotzdem ist das Geld weg. Wir versuchen jetzt irgendwie das Geld zurückzubekommen und dass die Folie runtergenommen wird, um einfach mal zu sehen, wie viele Schäden da drunter sind. Und dann wird es beim professionellen Folierer hingebracht, wo auch mein Auto foliert wird. Und dazu gibt es dann natürlich auch Videos, sobald es ist. Und ich freue mich erstmal, dass ihr eingeschaltet habt. Das sollte euch rebellisieren. Achtet darauf, wo lasst ihr euer Auto folieren.